Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe heute eine kleine Ankündigung für euch. Ja, also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das könnte sich lohnen. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like, über alles an Austausch, was wir zusammen haben können. Und jetzt kommt die Ankündigung. Ich habe hier was Neues, habt ihr noch nicht gesehen. Klein süß noch, ganz frisch, gerade angefangen. Und zwar ist das so, ich habe mit meinem Mann mal darüber diskutiert, zum Thema, ich wollte eigentlich mein Bastelzimmer hier zeigen, zu den 500 Abonnenten, die ich ja jetzt habe, als kleines Dankeschön. Nur ist das so, dass er das nicht so richtig schön findet, dass wir hier unsere Privatsphäre quasi im Netz verbreiten. Ja, gut, kann man sehen, wie man möchte. Es ist einfach so, dass ich hier mitten in unserem Haus mein Bastelzimmer habe und einfach auch ziemlich viel an Privatem damit in den Orbit blasen würde. Ist so, ne? So, nun habe ich mir gedacht, ist jetzt blöd, ich habe euch ja was angekündigt zu den 500 Abonnenten. Und da ich das jetzt, soll man nicht ohne größere Diskussion einhalten kann, gucken, vielleicht werde ich das irgendwann in der Zukunft mal machen, habe ich mir was anderes überlegt. So, was ist naheliegender als Junk Journaler, als ein kleines, schönes Buch zu verlosen? Und zwar, noch ist dieses Buch sehr nackig. Ihr seht es, es hat ein Cover, es hat noch nicht mal ein Innenleben. Man weiß noch gar nicht, was passiert. Vielleicht hier ein bisschen was mit Filigrees, ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich habe es gerade gestern Abend, habe ich mir dieses Cover geschnappt. Es wird ein Altered Book. Es hat DIN A6 Größe und ich möchte es verlosen. Verlosen, verlosen. Nun ist das so, dass ich ja viele von euch schon kenne und einige von euch sogar persönlich. Wäre jetzt doof, wenn ich diese Verlosung führen würde. Und zwar, was möchte ich von euch? Ihr habt jetzt eine knappe Woche Zeit. Also bis Samstag, Sekunde, ich muss mal kurz auf den Kalender schauen. Bis Samstag, den... Oh Gott, ich bin hier im August. Nein, wir haben noch nicht August. Es ist jetzt... Schwupps. Wir haben April. Wir haben April. Und zwar haben wir heute den 21. April. Von heute, 21. April, bis Samstag, den 27. April, dürft ihr mir hier Kommentare hinterlassen. Also ihr dürft sie mir auch gerne noch später hinterlassen, nur dann zählt das nicht mehr zur Verlosung. Und zwar kommentiert mir, warum ihr gerne dieses Buch gewinnen möchtet, von dem ihr noch gar nicht wisst, wie es denn im Endeffekt wird. Aber ich werde es dann bei der Verlosung oder beziehungsweise beim Bekanntgeben des Gewinners, werde ich ein kleines Flipshow durch dieses Buch machen und dann das feierlich verpacken und an den oder die neue Besitzerin schicken. So, ihr kommentiert mir bitte, warum ihr dieses Büchlein von mir gewinnen wollt. Es wird ein Nature Journal. So viel kann ich schon mal spoilern. Es wird ein kleines, süßes, romantisches Nature Journal. Und es wird natürlich ein bisschen grünlastig sein, weil Nature ist halt grün. Es wird natürlich nicht so knallig sein wie hier. Diese Innenseiten, die sind sehr knallig. Es wird ein bisschen abgedämpfter, abgetönter sein. Ein bisschen was von der Knalligkeit belasse ich drin, weil es einfach eine Lebensfreude ausdrückt und eine, ja, etwas Schönes, etwas Fröhliches, etwas Lebensbejahendes sein soll. So viel dazu. Also ihr seid kreativ in euren Kommentaren, denn dadurch, dass ich euch kenne, oder viele von euch auf jeden Fall, wie gesagt, einige persönlich, möchte ich da nicht die Zauberfee spielen und dann vielleicht sagen, oh, die mag ich aber besonders gerne. Das wäre ja so schön, wenn sie das gewinnt. Nein, das werde ich nicht tun. Und zwar wird mein Mann, der keine Ahnung vom Junk Journal hat, also außer, dass er mal ein Buch in der Hand hatte, und keine Ahnung von euch hat. Das heißt, er kennt keinen einzigen von euch mit diesen, ja, mit euren Künstlernamen oder mit wie auch immer. Das heißt, er würde keinen einzigen hier von den Kommentaren einem Gesicht zuordnen können. Dementsprechend finde ich das ziemlich fair, weil mein Mann dort den kreativsten und tollsten Kommentar auswählt, warum der oder diejenige dieses kleine Büchlein, dieses kleine Nature Journal gewinnen möchte. Ja, und die Bekanntgabe wird dann am Sonntag sein. Ob es Sonntag früh ist, kann ich euch noch nicht versprechen, da ich nächste Woche auch Bastlerbesuch bekomme, nächstes Wochenende, und auch die Zeit dann dort schön nutzen möchte. Dementsprechend wird es irgendwann im Laufe des Sonntags wird das Video herauskommen mit dem oder der Gewinnerin. Dem Gewinner, der Gewinnerin.
hier dieses kleinen Nature Journals, was ich bis dahin fertigstellen muss, fällt mir dann auch gerade ein. Ja, hilft ja nichts, ne? Also das muss fertig werden, weil sonst habe ich hier abgelost. So, das wollen wir nicht. Deswegen, seid kreativ. Hüst, hüst. Seid kreativ. Schreibt mir was Schönes. Ich freue mich riesig drauf und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wer hier den Vogel der Kreativität an Kommentaren abschießt. Natürlich sollten es freundliche, kreative Kommentare sein. Also wenn ihr euch jetzt einen Fluch-Contest leistet, dann könnte es schwieriger werden. Ja, so viel dazu. Das ist meine Ankündigung für heute, für diesen Sonntag. Was ich zusätzlich noch ankündigen kann, ist, dass es innerhalb der nächsten Tage und Wochen weitere Flip-Through-Videos geben wird. Ich habe hier das eine oder andere fertig. Ich sitze ja schon total auf heißen Kohlen, um mein Pferdejournal fertig zu machen, weil das wäre nämlich noch die Krönung der Flip-Throughs. Aber auch das wird es innerhalb der nächsten Wochen geben. Ich gucke mich hier mal um in meinem Zimmer, worüber ich jetzt gar nicht so böse bin, dass ich das jetzt nicht filme, weil es ist immer noch ziemlich wüst. Also Junk Journal Style, es ist überall alles. Ich weiß, wo alles ist, wo ich hingreifen muss. Dennoch, es ist herausfordernd für jemanden, der sehr ordnungsliebend ist. Ja. So, jetzt habe ich genug gesabbelt, gar nicht so viel gezeigt. Wie gesagt, dieses Schatzi könnt ihr gewinnen. Da kommt natürlich noch irgendwie ein Verschluss dran. Da wird noch ein bisschen kreativ gemacht. Das ist jetzt wirklich hier so die Rohfassung des Covers. Ein bisschen Stamperia-Papier schon benutzt. Und ja, das könnte dann sein. So, ich wünsche euch einen kreativen Sonntag. Wie gesagt, bis Samstag, den 27. April 2024, könnt ihr hier an dieser Verlosung teilnehmen. 0 Uhr, also 23:59 Uhr. Der letzte Kommentar angenommen. Danach die Kommentare freue ich mich auch, aber die werden nicht mehr mit in die Verlosung eingehen. Ja, danke euch fürs Zuschauen. Ich bin mal gespannt, was ihr so Kreatives mir schreibt. Und ob ihr das Journal überhaupt haben wollt. So, ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.